man Feierabend macht, weil das Geschäft sich später nicht mehr so lohnt. Die Tarifpflicht, dass es keine horrenden Preisaufschläge eben gibt für Fahrten in der Nacht oder zu entlegenen Zielen. Und auch keine Schnäppchenpreise oder Angebote zu anderen Zeiten. Deshalb gilt für mich, man kann das System reformieren, man kann Gesetze verändern, ja. Aber wir müssen dabei sicherstellen, dass die Verlässlichkeit des Taxis erhalten bleibt. Wir brauchen faire Regeln in der Personenbeförderung, die für alle gelten. Das Taxi ist wichtig und wir dürfen, und das ist doch wohl klar, dieses funktionierende System nicht kaputt machen. Bravo! Ich sage Ihnen eines. Der Markt, in dem Sie alle arbeiten, der ist lukrativ. Da wollen viele rein. Aber die wollen nicht den ganzen Markt haben. Die wollen die besten Fahrten haben, zu Stoßzeiten, wenn es Schlag auf Schlag geht. Was die nicht wollen, ist genau das, die Fahrt um 4 Uhr morgens im hintersten Winkel der Stadt. Zumindest nicht zum Festpreis, vielleicht mit einem ordentlichen Aufschlag. Aber das kann nicht funktionieren, dass sich andere die Rosinen rauspicken, die lukrativsten Fahrten übernehmen und sie dürfen dann den Rest abwickeln. So einfach ist die Rechnung nämlich nicht. Weil es ist ja eine ganz einfache Rechnung. Taxi funktioniert nur als Mischkalkulation. Wenn man die langen Wartezeiten akzeptiert und die Fahrten, an denen man kaum etwas verdient, aber eben auch die Fahrten, die sich echt rentieren für sie. Also muss jede Reform der Personenbeförderung an diesem Prinzip sich orientieren. Wer die Privilegien des Taxis will, der muss auch die Pflichten des Taxis übernehmen. Das eine ohne das andere geht nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sehr gut. Und noch etwas, darüber hatte ich gerade schon mit einem Taxiunternehmer gesprochen. Mir als Sozialdemokratin ist eines wichtig. Anständige Arbeit muss auch anständig bezahlt werden. Wer Taxi fährt, muss davon anständig leben können. Und deshalb haben wir zum Beispiel den Mindestlohn durchgesetzt. Und ich weiß, dass das in der Taxibranche nicht ganz einfach war. Aber wir haben auch bei der Anhebung der Taxitarife unterstützt, damit der Mindestlohn in der Branche auch umsetzbar ist. Und deshalb will ich auch keine Dumping-Konkurrenz für das Taxi. Die gleiche Dienstleistung billiger anbieten, das geht ja nur, wenn dabei jemand ausgebeutet wird. Wenn Leute am Steuer sitzen, die davon nicht leben können. Und das geht nicht.